Hallo, wir sind Chemielehrer an der Christian-Rauch-Schule und wollen euch mal zeigen, was man in der Chemie alles so an Experimenten machen kann. Dazu schließen wir euch einen ganz besonderen Raum auf. Der Raum ist anders als andere Klassenräume. Ihr seht hier zum Beispiel den Abzug. Der ist schon ziemlich mitgenommen, weil wir viele Versuche machen. Und in dem Abzug hier, da kann man Versuche machen, ohne dass man die Sachen einatmet, die entstehen, weil oben eine Art Schornstein die Gase nach außen pustet. Und dann seht ihr noch, dieser Raum hat verschiedene Türen. Und das ist dafür da, dass man, wenn man einen schnellen Weg nach draußen braucht, verschiedene Wege nutzen kann. Und bevor wir in Chemie immer mit Experimentieren loslegen, ziehen wir uns immer zuerst einen Schutzkittel an und setzen uns eine Schutzbrille auf. Wir zeigen euch gleich vier Experimente, auf die ihr euch schon freuen dürft. Hallo, ich bin der Herr Müller und ich zeige euch jetzt, wie ihr zu Hause ganz schnell Farbstoffe trennen könnt von Filzstiftfarben. Ihr braucht dazu zwei Filter, es gehen auch Kaffeefilter. Das wird sozusagen unser Docht. In den anderen Filter bohrt ihr mit einer Schere ein Loch. Dann schnappt ihr euch viele schöne bunte Farben, die ihr zu Hause habt. Malt rund um das Loch Punkte oder Kreise. Nicht zu dicht zusammen. Und das Ganze stellen wir dann, wenn das so aussieht, einfach in eine Schale mit Wasser und warten 5 Minuten ab. Unser zweites Experiment zeigt euch einen Zauber mit bunten Lösungen. Hallo, ich bin der Herr Wangert und ich zeige euch jetzt einen Versuch, bei dem man verschiedene Farben lesen oder sehen kann. Ihr habt hier ein Glasgefäß gefüllt mit Wasser. Irgendwie war das doch eben Wasser, oder? Und wir Chemiker können euch erklären, wie sowas geht. Ich will euch jetzt was zeigen, was ihr in der Chemie AG bestimmt auch machen werdet. Und zwar werden wir mit einem Gasbrenner arbeiten und Glas schmelzen bzw. Glas verbiegen. Dazu zeige ich euch zunächst mal, wie man einen Gasbrenner anstellt. Wir haben hier verborgen im Pult eine ganz große Gasflasche. Haben wir schon mal die sogenannte leuchtende Flamme eingestellt, aber die ist nicht heiß genug, um Glas zu schmelzen. Deswegen öffnen wir jetzt die Luftzufuhr. Ich hoffe, ihr hört auch das Rauschen. Und jetzt werden wir mal eine Weile einfach ein Glasrohr an der heißesten Stelle versuchen zum Schmelzen zu bringen, indem ich das so leicht drehe. Wir haben jetzt hier schon mal einen Glaswinkel hergestellt. Den können wir für verschiedene Experimente gut gebrauchen. Ihr seht jetzt unser vorletztes Experiment zu Seifenblasen. Wir haben hier eine Spüli. Wir brauchen ganz viel Spüli. Dann haben wir hier eine Plastikwanne und in der Plastikwanne ist Wasser drin. Später brauchen wir noch diese Gasflasche. Da ist Wasserstoff enthalten. Erstmal werde ich hier viel Spüli, viel mehr als man in der Küche nimmt, ne? Da reingeben. Und dann seht ihr, wenn ihr mal guckt, hier Blasen. Und in den Blasen ist ja jetzt Luft drin, weil das Spüli eine dünne Haut bildet und in der Blase ist die Luft. Ihr seht, ich habe ja eine Kerze vorbereitet und die Kerze ist an einem langen Bambusstab, damit man das aus der Entfernung auch gut zünden kann. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich eine Kerzenflamme an diese Spüliblasen halte. Und ihr seht, wenn die Flamme an das Spüli kommt, dann platzt die Blase einfach weg. So doll ist der Effekt nicht. Jetzt wollen wir dem Ganzen mal ein wenig auf die Sprünge helfen.
Und jetzt kommt unsere Flasche ins Spiel. Hier oben kann ich den Druck von dem Gas etwas mindern. Und ihr hört gleich, wenn ich aufdrehe, wie der Wasserstoff ausströmt. Man sieht das nicht, aber man hört es. Hört mal zu. Und jetzt werde ich natürlich in das Wasser Wasserstoff einströmen lassen. Der Unterschied zum letzten Versuch ist also, jetzt ist in den Blasen nicht mehr Luft drin, sondern Wasserstoff. Damit der Effekt sehr schön wird, brauchen wir ganz, ganz viel Wasserstoff. Der ist gefangen in den Blasen, der kann nicht nach oben steigen wegen der Spülis. Daher braucht nicht so viel Spüli. Also ein Versuch mit Blub. Jetzt wird die Gasflasche erstmal weit weggestellt, damit uns nichts passiert. Und ihr wisst schon, jetzt kommt wieder der lange Bambusstab mit der Kerze. Mal sehen, was passiert. Eben sind ja bloß die Blasen geplatzt und jetzt mit weitem Abstand versuchen wir das zu zünden. Achtung! Ich möchte euch zum Abschluss noch mal zeigen, was der Chemiker sehr gerne macht, mal ganz viel Rauch erzeugen. Dazu habe ich hier zwei kleine Petrischalen mit zwei Chemikalien gefüllt, mit Salzsäure und mit Ammoniak. Und ich werde gleich die Deckel abnehmen von den beiden Schalen, dann so einen riesengroßen Glasaquarium drüber stellen und dann gucken wir uns das einfach mal an. Ja, wie ihr seht, bildet sich ganz viel Rauch hier. Und das, obwohl ich die Flüssigkeiten nicht zusammengeschüttet habe, sondern obwohl die einfach nur nebeneinander stehen. Und wie sowas funktioniert, oh, da müssen wir schon ein paar Jahre Chemie haben, um das zu verstehen. So, das war unser Beitrag. Ich hoffe, er hat euch gefallen und euch neugierig gemacht auf die Chemie AG, die zum Beispiel an dieser Schule im 5. Jahrgang stattfindet. Macht's gut!